Die Regisseurin Kaouta Benhania ist mir aufgefallen durch ihren Spielfilm Der Mann, der seine Haut verkaufte. Und es ist ein hochinteressanter Film, in dem ein Geflüchteter tatsächlich wirklich seine Haut verkauft. Also er bekommt ein Tattoo auf seinen Rücken von einem Schengen-Visum im Austausch für ein echtes Visum. Ein total hochkomplexer, spannender Film, der auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Das ist tatsächlich in etwa so in der Realität passiert. Und jetzt hat sie sich wieder einem realen Stoff angenommen, aber widmet sich dem Ganzen in der Form einer Dokumentation. Wobei, es ist eigentlich eher so ein hybrides Ding. Es gibt Anteile einer Dokumentation, die realen Akteure stehen vor der Kamera, aber auch Schauspielende. Das klingt wieder sehr komplex und spannend. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber meine Kollegin Clara, den sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Olfa hat 4 Töchter. Sie hat sie oft mit strenger Hand unter widrigen Bedingungen großgezogen. 2 von ihnen hat sie an den Islamischen Staat verloren. Sie werden nicht so schnell den Weg zurück in die Familie finden, geschweige denn vor der Kamera selbst sprechen können. Um diese Leerstelle zu füllen, behilft sich die Regisseurin nun mit 2 Schauspielerinnen, die die Rolle der beiden Frauen einnehmen. Ebenso steht eine Schauspielerin für die Mutter bereit. Wenn sie nicht mehr kann, wenn die Emotionen zu viel werden. Gespielte Szenen vermischen sich mit dokumentarischem Material, werden unterbrochen von Passagen der Erzählung und der Reflexion. Das lässt die Zuschauenden mehr als einmal fragen, was und wen sie hier eigentlich gerade sehen. Der Film gibt dabei nur selten Hilfestellung. Es war so. Erst beschimpfte er Mama, dann weckte er uns alle, er schnappte sich Gofran und schlug sie Windelweich. Warum ausgerechnet Gofran? Na, weil sie einfach die Älteste war. Sie war die Anführerin unserer Clique und stand weil Mama sehr nah. Sie uns immer beschützt hat. Genau, du weißt, das sollte mich ja, so sehe ich das auch. Der Film Olfas Töchter ist kein Dokumentarfilm im klassischen Sinne. Elemente von Reenactment und inszenierten Szenen kreieren ein Hybrid. Er geht offen mit dem Einsatz von SchauspielerInnen um und legt den Produktionsprozess offen. Der Film wirkt mehr wie sein eigenes Making-of und erzählt mit einer geradezu erschlagenen Ehrlichkeit, die nicht nur an den Zuschauern nicht spurlos vorbeigeht. Es ist gefährlich, was hier geschieht. Für die Schauspielenden, aber auch für die realen Personen. Spiel und Realität wollen sich nur schwer wieder voneinander trennen. Was ist, wenn am Ende etwas bleibt, was nicht bleiben soll, auf beiden Seiten? Das ist eine Frage, die sich hier unweigerlich stellt. Doch wohl kaum anders wäre so ein tiefer Einblick in diese tragische Familiengeschichte möglich gewesen. Der Film verliert durch seine hybride Form nichts von seiner Härte, sondern wächst stattdessen über sich hinaus. Eine Seherfahrung, die sich bewusst gegen unsere Gewohnheiten stellt und damit direkt ins Schwarze trifft. Mhm.